Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal. Oh mein Gott, was eine Begrüßung. Naja, auf jeden Fall schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Ich bin ziemlich überrascht, muss ich sagen, denn dieses Tanztutorial kam extrem gut an bei euch. Hätte ich gar nicht gedacht, deswegen danke dafür. Ich habe mich sehr, sehr darüber gefreut. Ich habe wirklich so viel positives Feedback bekommen. Und natürlich habt ihr euch auch einen zweiten Teil gewünscht und warum mache ich jetzt einen auf Französisch hier Akzent und keine Sorge, das ist irgendwie heute nur bei diesem Video so. Ich weiß selber nicht, was mit mir los ist. Ja. Wie gesagt, da sich viele einen zweiten Teil gewünscht haben, dachte ich mir, dann drehe ich doch einfach den zweiten Teil und ja. Ich würde sagen, wir fangen an und ich wünsche euch ganz, 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 ganz viel Spaß bei dem Video. Kommen wir zu Schritt Nummer 1 und da ist sogar ein Basic-Schritt mit dabei, den ich euch letztens gezeigt habe. Und zwar ist es der hier. Und das machen wir heute, währenddessen wir laufen. Hört sich sehr schwer an, aber es ist überhaupt nicht schwer. Das Ganze sieht dann so aus. Und schneller wird es dann so aussehen. Und man kann das Ganze natürlich noch schneller machen, aber da muss ich sagen, bin ich auch noch nicht so gut drin. Das sieht dann so aus. Ja, wir gehen wieder auf unsere Position. Beine ein bisschen auseinander, bisschen in die Knie gehen. Und ja, fangen wir auch direkt an. Fangen wir mit dem rechten Bein an und wir gehen einen Schritt nach vorne. Und während wir nach vorne gehen, hebt ihr eure rechte Hüfte. Und das macht ihr jetzt mit der linken Seite. Schritt nach vorne, Hüfte hoch. 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 Und wie gesagt, verlagert euer Gewicht etwas auf die Zehenspitzen, weil ich finde, dann hat man mehr Kontrolle darüber. Und ja, das machen wir jetzt nochmal. Und wir gehen einen Schritt nach vorne, Hüfte hoch, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Und immer schön ein bisschen immer in die Knie gehen, wirklich. Also es ist ganz wichtig, weil so wird es echt schwer eigentlich. Und wenn ihr das gut drauf habt, könnt ihr das jetzt etwas schneller machen, aber es ist ein bisschen komplizierter, muss ich sagen. Und zwar fangen wir wieder mit dem rechten Bein an und wir gehen einen Schritt nach vorne. Und jetzt hebt ihr nicht nur eure rechte Hüfte, sondern erst rechts, links und wieder rechts. Dann einen Schritt mit dem linken Fuß, links, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts. Wir machen das jetzt noch einmal zusammen. Rechtes Bein, einen Schritt nach vorne, rechte Hüfte, linke Hüfte, rechte Hüfte, linkes Bein, einen Schritt nach vorne, linke Hüfte, rechte Hüfte, linke Hüfte, rechts, links, rechts, links, rechts, links. So, ihr habt gesehen, am Ende war es jetzt ein bisschen schneller. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich komme ein bisschen näher zu euch rüber. Ich würde sagen, das war es jetzt mit dem Video. Wenn ihr Lust auf einen dritten Teil habt, dann schreibt es sehr, sehr gerne in die Kommentare und gebt dem Video einen fetten Daumen nach oben. Da würde ich mich ganz, ganz doll drüber freuen. Und nochmal für alle, ich bin keine professionelle Bauchtänzerin. Wenn ihr professionell Bauchtanzen wollt, dann solltet ihr euch irgendwo in so einem Tanzstudio anmelden. Ich mache wirklich nur diese Basic-Schritte, einfach diese Schritte, die ich in meinen Musical.ly's, TikToks mache. Ich wünsche euch aber trotzdem ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Nachmachen. Und ja, schreibt gerne mal eure Erfahrungen in die Kommentare und ob ihr professionell Bauchtanzt. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.